Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Alan Wake. Jo, machen wir weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar bei dem Gewehr. Und letzte Folge haben wir gefailt, tut mir echt leid. Aber danach ist mein Spiel abgeschmiert. Sprich, ich konnte auch erstmal also, nicht weiter aufnehmen. Wie ihr alle wohl bemerkt habt, ist der Sturm, dessen Vorboten wir alle ja, gespürt haben, endlich da. Ja, schau euch vorige Folge an, wer jetzt hören sagen, aber ich mach es jetzt nicht mal an. Vielleicht noch länger. Also wir nehmen das Auto und da kommen Viecher, das weiß ich jetzt schon. Und ich nehme jetzt noch auf, kurz bevor ich einen Friseurtermin habe. Aha. Und deshalb kann ich jetzt auch nur eine Folge aufnehmen, Leute. Das war dieses Mal etwas schlechter geschossen als letztes Mal, weil ich leider einen Schuss daneben gesammelt habe. Ich habe einen ziemlich schmerzhaften Stich in der Hand, merke ich gerade. Das ist echt richtig scheiße. Das ist echt... Ja. Stechmücken, das ist echt nicht mehr normal. Das ist... Ja, sind Stechmücken. Ja, ich find's kein Witz. Also. Ich weiß nämlich wieder, dass ich hier kämpfen darf und du wieder nichts machst. Außer verrecken. Mist, mein Auto braucht jetzt schon, das ist gar nicht so gut. So, du Fetti, gehst auch noch mit. Oder auch nicht. Oh, jetzt fängt das Spiel wieder an zu rucken, jetzt fängt das Spiel wieder an zu rucken. Ich habe noch nie hier in dem Spiel ein Auto explodieren sehen. Challenge accepted und fertiggestellt. Ich hätte eine Idee, wie ich dann den Kran wegkriege, indem ich hier hinfahre. Und dann nachher da ganz schnell weg zurückrenne. Alter, ich habe echt keinen Plan, wieso es jetzt ruckelt. Und zack. Hab ich gesagt. Alter, nein. Nicht solche Putzis. Alter, der Wagen ist kaputt. Da bist du. Mist, voll daneben. Eins, zwei, weg. Zack, zack, weg. So, jetzt kannst du nicht mal bleiben. Wir kommen von hinten weg. Nur weil sie es so, einmal alles weg. Einmal alles nachgeladen. Alter, kannst du mal runterkommen, du Scheiße? Ganze
Pläne verschwinden lassen kann und sowas. Weil die Baugesellschaften sich sicherlich auch überhaupt nicht fragen, wieso die Kräne plötzlich weg sind. Oh, Speicherpunkt. Lag da irgendwas rum? Nee. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Soll ich da runter? Soll ich nicht da runter? Nee, da kann ich gar nicht lang. Also hat sich die Frage schon mal ziemlich gut erledigt. Ab hier runter und ab zu diesem Gebäude da hinten. Ja, wir haben jetzt heute morgens mal. Sonst nehme ich normalerweise immer abends auf, da erschrecke ich mich dann immer so richtig. Aber heute mal morgens eine Aufnahme. Special Gear. Huhuhu. Wie gut, dass ich nicht immer auf die Karte schaue. Sonst wäre ich jetzt einfach diesem Punkt so blind nachgerannt und hätte nicht einfach mal rumgeschaut. Wow! Also, es ist zwar tags, aber ich erschrecke mich. Wow, ich wusste doch, die kommen nie allein, ich wollte es gerade sagen. Also schon wieder ein zu viel verbraucht. Aber wenigstens haben wir durch die zusätzliche Munition. Ah, da wäre auch ein Fall gewesen, okay. Durch die zusätzliche Munition ist es nicht so schlimm. Ist das hier nachgeladen? Nee, einen Schuss können wir noch reinsammeln. Okay, mit Tribünen. Wieso mit Tribünen? Was war das? Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Ahaha. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Wir müssen sie abwehren! Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen! Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition und sowas rumliegt? Und zwar überall! Halt durch! Ich mache die Scheinwerfer an! Fick dich! Sag, Alter! Oh Moment, ich brauche jetzt ganz schnell diese Leute. Also yes! Bam bam bam! Barry Wheeler steht zu Diensten! Alter, der macht die Instant tot oder was? Verdammte uralte Leitungen! Halte durch, Alter, ich bring sie zum Laufen! Versprochen! Der hat mir schon fast gesagt, halte durch, ey. Immer war es ziemlich schlecht für mich, weil ich dann ewig lang warten muss. Hier liegt angeblich die Münze. Ah, was ist das? Alter! Nein! Ich muss mir sowas immer wieder an! Tu's für Barry, bitte! Alter, ich warte. Aua! Hier Munition. Wow! Alter! So, Alter, und jetzt auch noch von hinten. Genau mit der Blendgranate bin ich gestorben.
Aber gut zu wissen, dass da so scheiß viel Zeugs rumliegt. Ja. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Jasper, jetzt komm schon. Wir müssen sie abwehren. Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen. Hochleistungstaschenlampe. Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition und sowas rumliegt? Und zwar überall. Halt er durch. Ich mache die Scheinwerfer an. Aua, Alter, mich wirft jetzt echt alles ab, oder? Aua. Das hat fast alle umgebracht, außer diese fetten Katze. Ja, das hätten wir! Bam, bam, bam! Barry Wheeler steht zu Diensten! Nein, verdammt! Verdammte uralte Leitungen! Ich bring sie zum Laufen, versprochen! Granaten, aua, aua, aua! Nein, nicht darunter, du Arsch! Vergiss es! Ich glaube, das Wichtigste ist als allererstes Mal. Nein, verdammt! Verdammte uralte Leitungen! Haltet euch, ich bring sie zum Laufen, versprochen! Wow! Ich glaube, ich sollte mal besser Jagdgewehr nehmen. Blendgranaten, Blendgranaten, Zack, Zack. Schön viel Gier. Alter, das geht echt gar nicht klar. Nein, verdammt! Verdammte uralte Leitungen! Oh. Aua! Haltet euch, ich bring sie zum Laufen! Was? Oh, das geht echt gar nicht klar, wie oft ich jetzt verrecke und wie schnell! Alter, das ist so scheiße, das ist so krass. Nein, verdammt! Verdammte uralte Leitungen! So, hier damit. Blendgranate. Fick dich. Blendgranate, hab ich gesagt. Jetzt weg mit euch. Alter, nein. Fick dich. Fick dich. Also einfach nur schießen und schießen wir los. Alter! Kommen die Brüders auf. Bleib im Licht! Ab ins Licht. Kontrollpunkt. Ach, das Licht davon ist auch gleich. Warum tun wir sowas immer wieder an? Zack, 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 her, 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 her. Ach, wie geil ist das denn auch? Einfach mal alles abfeuern, was geht. Was kostet, everything, was kostet. Die Fackel. Bitte lass mich nicht hier sterben! Obwohl ich sagen muss, dass ich immer genau so draufgehen wollte! Rock'n'Roll! Jo, genau! Deshalb wird das ist der großartigste Augenblick unseres gesamten Lebens! Die versuchen uns umzubringen! Das soll der Höhepunkt meines Lebens sein? Wirklich! Children of the Elder Gods! Wie cool, verdammt! Fuck you all, bitches.
Mist, schon vorbei. Aber es geht echt gar nicht klar. Da! Wieder im Spiel! Oh ja! Den Kontrollpunkt. Zack, end. Und weg. Oh, war ich das? Alter, fickt euch! Jetzt noch! Fickt euch, ihr Mistviecher. Tot. Das war der Hammer! Bright Falls, Amerikas Rock'n'Roll Hauptstadt. Ich will ja auch nicht, dass ich für die scheiß Batterien. So. Batterien sind auch Gesamtanteil, aber nicht. Hier geht's zur Farm! Ich hab eine richtig fette Taschenlampe und eine richtig fette Jagdgewehr. Also ist es richtig edel. Aber die Typen haben wohl gewusst, wie man die Dunkelheit bekämpft. Einmal Rock'n'Roll und dann alles tot. Nein, alle Dunkelheit tot natürlich. Siehst du, kein Grund zur Sorge. Dein Starschnitt ist wie neu und da, wo er sein sollte. Ich hole ihn, sobald wir den Ort gesichert haben. Klar, darum habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Wir müssen das Ding aus dem Weg schaffen. So weit bin ich gekommen, bis sie mir aufgelauert haben. Da oben ist was, sprich, ich muss oben drauf kommen. Ah ja, das geht ja ganz einfach. Solange hier keine Viecher kommen, ich soll es nicht verschreien. Ich weiß, immer wenn ich Sachen verschreie, dann Boom passieren. Das ist echt abnormal. Mit welcher Zuverlässigkeit das passiert. Hey, ich glaube, Alan Wake hier möchte etwas loswerden. Wie war das, Al? Oh, ich bin Alan Wake. Ich liege immer richtig. Wenn ich nicht kriege, was ich will, schmolle ich den ganzen Tag lang. Ich bin ernsthaft und launisch. Das macht mich anziehend und geheimnisvoll. Jetzt gerade stehe ich hier nur rum, weil mir mein bester Freund Barry helfen muss. Aber schon okay, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Das war eine tolle Showeinlage. Alter. Ja, das war ziemlich gut. Willst du meine Barry Wheeler-Imitation sehen? Nein? Na klar. Nein? War ja klar. Perry wieder Invitation, alter Schwede. Kommst du mit, Perry wieder? Ja. Wow! Sieh dir das Ding an, Al! Die haben die Wikinger-Nummer echt auf die Spitze getrieben! Sieh dir das ganze Zeug an! Die waren gut im Geschäft! Warum habe ich noch nie von diesen Kerlen gehört? Und das von dir, der Ozzy Osbourne nur aus Reality-Shows kennt. Und das von dir, der Ozzy Osbourne nur aus Reality-Shows kennt. Puh, ist da vielleicht nochmal eine Skriptseite? Ja, ist es. Ich sollte aber echt die Aufnahme beenden. Es ist 1976 und auf der Anderson Farm tanzt der Bär. Auch wenn es jeder Logik spottet, ist die berauschendste Zutat ihres selbstgebrannten, ungefiltertes Wasser aus dem Cauldron Lake. Die Andersons fühlen sich wie Götter. Odin kann nicht aufhören zu lachen. Er überlegt, sich ein Auge herauszuschneiden. Thor rennt über das Feld, nackt, mit gellenden Schreien. Mit dem Hammer in der Hand versucht er, den Blitz zu fangen. Ihre Lieder haben Macht. Etwas Uraltes rührt sich in der Tiefe. Kehrt zurück.
Okay, geheimnisvoll. Das Wikingerboot sah beeindruckend aus, fast wie ein Rambock. Ja, vielleicht fahren wir damit über den Cold Lake und machen alle fertig. Oh, Moment, was liegt da? Batterien. Ich kann aber keine Batterien mehr aufnehmen. Ich habe 20 Batterien. Ich find's einfach nur geil. Und Batterien. Wow, gute Arbeit, Al! Und was ist das? Okay, ihr könnt es euch durchlesen, wenn ihr wollt. Ich nicht. Old Gold. Ah, das ist eine Tour, wann die wo sind. Aha. Aber hier hört sich wieder ordentlich nach Dunkelheit an. Ist das ein Speicherpunkt? Nein. Ich brauche einen Speicherpunkt. Alter Vater, nee, oder? Fick dich, meine Taschenlampe kannst du gar nicht. Bam, tot. So, Taschenlampenpower. Alter, Taschenlampenpower. Alter, erstmal zwei Schuss daneben. So, jetzt ist gefälligst das Teil zu Ende und ich mag einen Kontrollpunkt haben, verdammt nochmal. Ich habe keine Zeit mehr, sonst muss ich mit dem Spiel aufhören. Das wäre echt bescheuert, weil ich dann Was? Karotten zu pflanzen ist harte Arbeit? Ja, das glaube ich dir ehrlich. Nein, aus, böse. Wo bist du und wo ist Barry? Alter, der creept da draußen irgendwie so ganz komisch rum. Ah, da ist er. Ich sollte ihn vielleicht einfach mal, wenn er da ist, eine Blendgranate hinschmeißen. Mal sehen, wie ihm das gefällt. Ich glaube, wir könnten hier durch, ja! Ja, bleibst du mal stehen, du hässliches Viech da. Und zwar am besten in meiner Nähe. Hier. Hahaha. Boom. Wodurch könnten wir? Ich will wissen, wo wir durch könnten. Barry! Hier von euch? Nein! Fickt euch! Fickt euch, ehrlich. What the fucking shit, man? What's wrong with you? Ehrlich. Und tot. Mal schauen, ich restarte, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Also, gönnt euch ein Abo oder erst bleiben. Sorry, der Spruch ist geklaut, aber auf Wiedersehen.